Das ist dann die Position 1 von 2. Die scheinen bezogen zu sein, aber... So, willkommen zu der Wiederholung von dem gestrigen Rennen der MSRL. Leider wegen OBS-Problemen nicht direkt aufgenommen worden ist. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal so, möglichst kreativ gut zu gestalten. Viele Fahrer ausgefallen aufgrund Schichtwechsel, Grippe, sonst irgendwas. Dementsprechend versuche ich jetzt mal hier jetzt ein wenig nachzukommentieren. Hausmann hier im Audi, jetzt an erster Position. Leider nur jedes zweite Rennen dabei. Da wurde schön angedöpst. So war das mit dem DCR, ja, die nicht so zerbrechlich sind. Richtig schön gerumst, wie man sieht. Einige mit Fehler. Ist aber was ziemlich rutschig, vielleicht zu sonstigen. Erste Rennen nicht so spektakulär. Das war für das zweite umso eher eigentlich. Schöne Duelle. Schöne Fight, was ich dann mit dem Hausmann hier geliefert hatte. Jetzt sind wir hier in Crash. Ach, er hat mich jetzt ist es schuld. Gestern waren wir uns nicht sicher, wer dann da Unfall hatte. Und warum, wieso? Crash war leider schon kaputt und musste dann warten bis zum zweiten Rennen. Das Feld relativ schnell auseinandergezogen. Weil viele nicht geübt hatten. Viele Unfälle waren, die man gesehen hat in der ersten Runde. Dadurch ein oder andere Wagen schon beschädigt waren. Fahrverhalten drunter gelitten hat. Zeiten waren nicht ganz so schnell. Im zweiten Rennen waren sie schneller. Aber dafür war ich Gott sei Dank relativ konstant. Immer so 2/10 nur Unterschied gehabt. So in diesem Zeitrahmen war meine Zeit, wo ich echt zufrieden war. Frankfurt hier, diese Passage finde ich ziemlich tricky. Vor allem diese Kurve, wo du unheimlich Zeit verlieren kannst. Minuten. Das erste Rennen mit Pflichtboxenstopp, was die Sache interessant macht. Dann umgekehrte Startreihenfolge. Rennen 2, 25 Minuten nur. Das ist die Sache noch mal trickiger, weil du von hinten dann das Feld aufholen musst. Und ebenfalls Pflichtboxenstopp ist. Was definitiv auch spannender war. Und auch deutlich mehr zu kämpfen hatte. Mit dem jetzt hier auf drei platzierten Hausmann. Weil er im ersten Rennen irgendwie in seiner Performance gar nicht drin war. Nicht von den Anzeigen täuschen lassen. Natürlich gab es Sprit und Reifenverschleiß und so weiter. Aber aufgrund der Wiederholung wird er leider nie angezeigt, was ich schade finde. Hätte ziemlich große Lücken zwischen zum zweiten, zum dritten, zum vierten Platzierten. Da kam da gut quer, der Hausmann.
leider auch ein anderes Mal passiert ist in den Kurven. Überhaupt nicht meine Lieblingsschikane, absolut nicht. Kriege ich ja immer wieder mal mit, wo man so Zeit liegen lässt, wo man sich verbessern könnte, bessere Zeit zu fahren und so weiter. Und man hat es einfach nicht umgesetzt bekommen. Ich bin weggekommen, ich bin nicht sauber gefahren. Im ersten Rennen, im zweiten Rennen war das ein bisschen besser. Locker 2 Sekunden Abstand war. Ich fand so ab der 6., 7. Runde, vielleicht ein bisschen später, hast du auf jeden Fall schon gut gemerkt, dass die Reifen vorne nachgelassen hat. Was natürlich beim Boxenstopp nicht schlecht ist. Hier sieht man immer wieder Probleme, der Wagen kommt quer. Für den Boxenstopp. Wo ich aber nie sicher bin, wann ich ihn am besten mache. Das ist immer so eine Bauchentscheidung, weil ich sage, wo ich komme zu den Box. Der Kurve hatte ich irgendwie auch immer wieder zu kämpfen. Ich habe irgendwie da
gar nicht vernünftig getroffen. Einer der besagten Punkte, wo man Zeit liegen lässt, wie man selber merkt. Deutliche Abstände. Oh, schön mal rausgekommen. Ich habe schön Schwung verloren. Da ebenfalls. Vorne ist einfach nicht so viel passiert, deswegen macht es in der Sache keinen Sinn. Ich bin weiter vorne weggefahren im ersten Rennen. Geheikter Moment war nachher, als ich überrundet habe. Hier in der Passage quer stand. Oh, deutlicher Fehler, deutlicher Schwung verloren. Angriff. Und da geht er vorbei. Fahrer. Auch schön den deutlichen Abstand, den man sieht. Da wieder ein Fehler. Ich glaube, der Wagen war einer der Unfälle in der ersten Runde. Also ich glaube, noch ein Patzer sind leider immer wieder passiert. Ein heftiger Austritt hier aus in der Kurve. Ebenfalls. Hätte man sauberer fahren können.
Mass. Hälfte. Deutlichen Abstand. Aber ziemlich Zeit verloren. Der Wagen. Ab der Mitte des Rennens haben ungefähr dann die Boxenstopps begonnen. Thank you.
Silberrundete. Dann habe ich die Nina. Ich hatte genug Platz auf zwei Platzierten. Der da hinten, glaube ich, erst kommt. Aber schon meine ich in der Box war. Ich bin relativ spät zur Box gekommen. Weil es da egal ist, ob man tankt und Reifen wechselt. Hauptsache ein Fischbockenstopp. Man wählt logischerweise den schnellsten Stopp. Keine Zeit zu verlieren. Man sollte, wenn du wieder frische Reifen drauf hast. Da hinten ist der Zweitplatzierte. Ziemlich knappe Sache war das. Ah, war viel.
aber da sieht man dann, wie brenzlig die Situation eigentlich war. Hast du auf der Karte gesehen, dass irgendwann ein Rundeter vor dir ist, den nachdem du aufschließt? Speziell jetzt hier in dem Bereich ist es sehr wichtig, die Linie zu halten. Du fährst hier rum, dann hast du nochmal so Wupp. Erst Fuße vorwärts, dann Fuße rückwärts, dann musst du zu irgendwelchen Eisen gehen und musst es ausweichen. War alles andere als schön. Erst dafür entschlossen hatte, eigentlich innen auf Linie zu bleiben. Dann fuhr sie vorwärts, dann hat sie mich wohl gesehen und ist sie rückwärts gefahren. Da habe ich aber schon mit Schluss gefasst, ich fahre außen vorbei. Nur stark abbremsen und dann doch nach innen zu ziehen, kannst du mit dem Wagen schlecht. Nebenan mit ABS und so weiter. Irgendwelchen Hausbären ein gutes Stück näher gekommen. Ab dann war, glaube ich, auf knappe 8 Sekunden rangewachsen. Dadurch nur noch, glaube ich, knappe 3 oder 4. Hat sie dann gut Platz gemacht. War, glaube ich, die Nina.
Da merkt man wieder schön, auch dass die Reifen nachlassen. Aber auch so spät gebremst gehabt. Frankfurt ja eh eine Strecke, wo man nicht viel überholen kann. Viel auf der Linie bleiben muss, sonst kriegt man einfach die Kurve nicht mit dem Rennspeed. Jetzt hier diese links-rechts. Und dann hier die Senkebein. Wenn man hier schon sieht, wird es leichter ausgetragen. Bisschen hart drüber. Zu eng gefahren, über den Randstein. Auch diesen Stein sollte man nicht mitnehmen, was ich mir dann auch dran gedacht habe, oh Mann. Zeitplatzierte. Glaube ich. Keine Ahnung, ich keine Namen angezeigt kriege. Schöner Rutscher. Scheint die letzte Runde zu sein, weil ich da deutlich Geschwindigkeit rausgenommen habe. Da waren es über 8 Sekunden oder so was Abstand. Warum dann noch vollfahren? Thank you.
Da war der erste Sieg. Mega froh, alles gut geklappt hat. War ich echt zufrieden. Da kommen zwei Platzierte. Keine Ahnung, warum man keine Namen sieht. Ich weiß, dass der zweite der Hausmann war, aber der dritte war. So, gleich zum zweiten Rennen.